Einen wunderschönen guten Morgen aus Schottland, ihr Lieben, genauer gesagt aus Invergordon, wo unser Schiff gerade im Moment festmacht. Ja, sobald wir dort angekommen sind, werden wir das Schiff verlassen, dann startet auch schon unser Landausflug. Der geht heute Morgen sehr, sehr früh los und dann geht es bei etwa 13 Grad und leicht bewölktem Himmel zum Loch Ness, dem See mit dem berühmten Seemonster. Ja, euch nehmen wir mit, wir wünschen euch heute ganz viel Spaß am Loch Ness. Ja, ihr Lieben, und angekommen an Loch Ness und hier neben mir seht ihr Urquhart Castle. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde Zeit, um uns hier alles in Ruhe anzuschauen und wie ihr seht, das Wetter spielt auch mit. Wir haben strahlenden Sonnenschein hier. Ja, ihr Lieben, die Stunde, die wir hier am Loch Ness und Urquhart Castle hatten, ist wie im Flug vergangen. Ja, und jetzt geht's auch schon wieder zurück an Bord. Ja, ihr Lieben, und zurück von einem wirklich schönen Ausflug zum Loch Ness. Ein zauberhafter Ort, den ihr euch auf jeden Fall auch mal selbst anschauen solltet. Ja, und während wir uns jetzt fürs Abendessen fertig machen, haben wir für euch eine Timelapse vom Auslaufen aus Invergordon. Und dazu wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß.
Ja, ihr Lieben, und zurück von einem wirklich schönen Abendessen aus dem Atlantic Classic Bedienrestaurant. Da fand heute Abend übrigens das TUI Cruises Käsebuffet statt. Ja, manche von euch kennen das vielleicht. Bei diesem Buffet werden um die 100 Sorten Käse aufgefahren. Genießen könnt ihr das Ganze einmal pro Reise, sowohl im Atlantic Classic als auch im Ankelmannsplatz Buffet Restaurant. Ja, ein Fest für Käseliebhaber. Bilder davon gibt's da noch gleich für euch. Ja, und das wär's dann auch für diesen Tag, diesen Vlog und diese Reise gewesen. Wenn's euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein Abo und schaut auch gerne mal auf unserer Website vorbei. Dort findet ihr neben Hafeninfos auch Landausflugsideen und Kreuzfahrtangebote. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ich euch bei der nächsten Reise wiedersehe. Bis dahin sage ich einfach, macht's gut und tschüss, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.